Hey Leute, ich bin's Rotax und ich habe heute hier ein neues Videoformat, das ich euch zeigen will. Das sollte eigentlich genau zu Silvester dann rauskommen dieses Jahr, also das Silvester von 2014 auf 2015. Und ich dachte mal, da mache ich irgendwas Besonderes. Und zwar habe ich hier meine Let's Show Welt sozusagen. Das ist die Welt, bei der ich privat sehr viel gebaut habe mit ein paar Freunden und ja, die werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich laufe jetzt hier mal einfach in irgendeine Richtung. Vielleicht zeige ich euch die auch mal einfach aus der Vogelperspektive und wir schauen uns dann nach und nach die ganzen Gebäude an. Ich glaube, das werde ich mal machen. Ich bin natürlich im Kreativmodus, damit ich hier auch rumfliegen kann und so. Das geht dann alles viel schneller und die Gebäude und so, die erkläre ich dann nochmal ganz genau. Es wird auch eine Serie sein, also das ist nicht das letzte oder besser gesagt das einzige Video zu dieser Welt hier. Und wir sehen hier schon, hier ist unser Lagerhaus. Hier haben wir alle möglichen Sachen, also angefangen von verschiedenen Wollsorten bis hin zu irgendwelchen verzauberten Büchern. Also hier lagert einfach alles, was wir so haben. Und ich schaue mich jetzt mal hier ein bisschen weiter um. Hier zum Beispiel haben wir, keine Ahnung, ja, das sind Holzsachen. Aber das soll uns alles mal nicht stören. Wir spielen ja eh nicht in dieser Welt, dafür ist das Let's Play da. Also hier zum Beispiel das ganze Eisen. Ist schon ziemlich gut, ziemlich viel. Ja, und ich fange einfach mal an, indem ich draußen die ganze Vogelperspektivenwelt zeige. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und einfach mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen würde, was ich als erstes zeige. Also ich fliege jetzt nur mal über die Welt drüber und zeige euch die Welt. Die ist relativ groß, finde ich. Es ist auch eine eigene Stadt hier drin und viele, viele Gebäude. Und die Gebäude dann, die werden wir uns einzeln anschauen. Also dazu werde ich dann ein eigenes Let's Show veröffentlichen. Und ja, ich fliege jetzt mal hier hoch. Hier sehen wir schon, das ist... Naja, gut, dass ich gegen den Baum geflogen bin. Egal, hier sehen wir auf jeden Fall mal die ganze Siedlung. Das ist so eine kleine Siedlung im Dorf mit Windmühle und einem Feld. Hier ist auch ein kleines Bauernhaus daran an diesem Feld. Für die ganzen Tiere, hier ist natürlich genug zu fressen da, Stroh und so Zeug. Hier geht's weiter in den Garten. Ja, ich finde, das haben wir eigentlich relativ schön dekoriert alles. Ich denke, da kann man mal so lassen. Wie gesagt, in die Gebäude gehe ich jetzt noch nicht rein. Die lasse ich mal. Und hier sehen wir das riesengroße Feld. Das ist das Highlight in dieser Gegend mal. Im Hintergrund sehen wir auch schon die Stadt. Ach ja, und was ich vergessen habe einzustellen. Ich stelle jetzt nochmal ganz kurz den Fog aus. Und die Sichtweite ein bisschen hoch, damit ihr auch ein bisschen mehr seht. Und wie ihr seht, hier haben wir eben die ganzen Felder. Das ist schon ziemlich groß hier, wenn man das hier bedenkt. Mit allem drum und dran, also Kakaobohnen, Nidderwarzen. Hier kann man nur Blumen abernten, indem man einfach hier mit Knochenmehl Blumen pflanzt. Dann Karotten, Kartoffeln und eine Menge Weizen. Und hier hinten dran ist das ganze Steuerungsgebäude, von dort kann man jedes Feld einzeln ernten. Die Kabel sind alle unterirdisch verlegt und unterirdisch sind auch noch ganz, ganz viele Tiere. Die sieht man ein bisschen durch. Dann hier ist eine Art Baumplantage. Und hier geht es hoch zum ganz großen Turm, es ist so quasi die Spitze der Welt hier. Von hier aus hat man einen tollen Blick, ich stelle mich jetzt mal ganz kurz da drauf. Hier kann man die Steinstadt sehen. Die ist riesengroß, also wenn ich da zeige ich auf jeden Fall nicht jedes Gebäude her, aber vielleicht auch doch, mal schauen, wie das Let's Show hier bei euch ankommt. Falls ihr natürlich jedes Gebäude sehen wollt, dann zeige ich das auch. Aber mal gucken, wie das hier so ankommt. Hier sehen wir den riesigen Fichtenwald mit diesen riesengroßen Fichten. Und hier drin ist ein riesengroßes Baumhaus. Hier kann man diesen Weg hier unten entlang gehen und dann kommt man eben zu diesem Haus hier. Das ist noch nicht ganz fertig, daran sind wir gerade beschäftigt. Vielleicht zeige ich das später, also das kann ich nicht gleich im nächsten Let's Show zeigen. Ich werde das jetzt nicht regelmäßig rausbringen, aber vielleicht einmal die Woche mal, solange ich genug Gebäude zu zeigen habe und dann, wenn es mir Spaß macht, einfach. Dann hier haben wir ein riesiges Wasserrad. Hier haben wir eine große Kirche. Und aus irgendeinem Grund sehe ich gerade, dass die Kirche abgefackelt ist, oder... Also die Kirche war mal größer, das war nicht so. Da fehlt irgendwie das Dach. Keine Ahnung, was da los ist. Und an der Kirche ist natürlich ein Friedhof dran, ein kleiner, mit verschiedenen Gräbern. Da habe ich auch überall was draufgeschrieben. Also hier steckt schon ziemlich viel Arbeit in der Welt drin. Also die Kirche muss ich unbedingt ausbessern.
Dann ist hier das Bürgermeisterhaus. Diese Gegend heißt hier übrigens Neuhafen, denn sie hat hier einen kleinen Hafen, wo man anlegen kann mit dem Schiff. Und wir sehen uns jetzt mal weiter um und gehen Richtung Steinstadt, also fliegen Richtung Steinstadt. Hier kann man diesen Tunnel benutzen. Hier kann man es eh schon lesen, hier geht es zum Stadtzentrum. Hier haben wir noch ein paar Felder, da sind noch ein paar Häuser, also ich würde mal sagen, dass die Welt hier ziemlich groß ist. Und es war auch sehr viel Arbeit, die so groß zu bauen. Da ist noch ein kleines Inselhaus und ich nehme jetzt mal ganz kurz... Ne, ich nehme nicht den Tunnel, den zeige ich euch mal anders. Ich fliege jetzt mal hier runter zur Steinstadt. Und die hat natürlich auch einen Hafen, denn das ist ja eine große Handelsstadt. Hier kann man dann mit dem Boot anlegen. Und dann kann man hier eben reingehen. Die Gebäude hier sind eigentlich alle verschieden innen dekoriert. Also hier ist nichts Copy and Paste, also gar nichts irgendwie kopiert. Natürlich ist ein bisschen was auch im Creative-Modus gebaut worden. Im Creative-Mode. Denn sonst wäre das alles hier nicht realisierbar gewesen. Aber große Teile der Welt sind auch ganz normal im Überlebensmodus gebaut worden. Und hier ist das Bürgermeisterhaus der Steinstadt. Ganz prunkvoll. Zeige ich dann auch vielleicht irgendwann her. Dann geht es hier weiter zum Tempel. Das ist das einzige, was von der alten Steinstadt erhalten geblieben ist. Hier ist auch alles ziemlich zugewuchert und verwachsen. Dann haben wir hier den etwas nobleren Teil der Stadt. Über diese Brücke kommt man rein, dann muss man hier durch diesen Passierposten durch. Und dann kommt man eben in dieses Gebiet, hier sind auch die größeren Häuser, hier haben wir auch eine Taverne, eine schöne. Und hier geht es dann rauf zur Burg. Diese Burg heißt Donnerspitze, weil sie auf einem großen Berg gebaut worden ist. Und warum die auch Donnerspitze heißt, das werdet ihr erfahren, sobald ich die Burg mal von innen her zeige. Wie gesagt, jetzt seht ihr mal alles nur von außen. Hier oben sind auch Kanonen, dazu zum Beispiel habe ich Kommandoblöcke benutzt, also die sind gecheatet. Wie ihr hört, das ist eine Explosion, sobald das ist, also sobald ich den Knopf hier drücke, die schießt dann in irgendeine Richtung. Hier hinter, also wenn man von der Steinstadt aus in diese Richtung läuft, kommt man durch einen großen Wald und dieser Wald ist also komplett von Hand angepflanzt, der ist nicht gecheatet. Und wenn man diesen Wald weitergeht, dann kommt man hier zu einem ganz kleinen Dorf. Und wir sehen auch schon vorne den Dorfnamen. Das ist Wäldelein. Hier geht es zu Wäldelein. Das ist dieses kleine verschlafene Dorf hier im Wald. Und wie ihr seht, hier sind wir auch am Arbeiten gewesen, denn hier sind ganz viele Items drin. Also wie gesagt, die Welt ist nicht nur gecheatet. Es sind auch wirklich Blöcke gesetzt worden. Und ja, dazu zeige ich auch mehr. Hier ist das Bürgermeisterhaus von Wäldelein. Ich habe immer so spezielle Häuser gebaut, wo dann die Dorfchefs wohnen dürfen. Wäldelein ist nicht sehr groß, aber wird schon noch größer werden. Und ich fliege jetzt nochmal Richtung Steinstadt. Denn der eine Abzweig von der Steinstadt ist hier eben nach Wäldelein. Und der andere Abzweig ist eben hier in die große Wüste. Hier kommt man an diesem See vorbei und wie ihr seht, hier geht ein langer, langer Weg bis hin zu einem Wüstendorf, das sein Geld mit Handel verdient. Also hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene Produkte und Ressourcen, die hier angebaut werden, zum Beispiel Kaktus. Farm, das ist eine Kaktusfarm, hier Weizen, da drüben ganz viele Melonen und Kürbisse. Wenn ihr wollt, hier, das ist alles mit Redstone verkabelt, also ich brauche hier oben nur diesen einen Knopf drücken, dann wird hier alles automatisch abgeerntet. Ich kann das natürlich auch in den genaueren Folgen dann erklären. Wie gesagt, ich mache hier nur mal überblicksmäßig ein kleines Let's Show zu dieser Welt. Hier sehen wir den Tempel, der gehört hier dazu zu diesem Wüstendorf. Hier haben wir noch eine Kakaobohnenfarm. Ja, die Wüstenstadt ist auch noch nicht sehr groß, aber ich finde sie ist trotzdem sehr schön. Sie ist sehr oasenmäßig aufgebaut mit diesen ganzen Wasserdingern. Und hier haben wir auch noch ein kleines Gebäude, das ist aber relativ geheim, was dort passiert. Das zeige ich dann, wie gesagt, später. Und ihr schreibt mir bitte dann alle in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, welchen Teil der Let's Show Welt. Also, ob ihr zum Beispiel die Wüstenstadt sehen wollt, und das sieht ja gerade extrem geil aus, oder? Also die Steinstadt bei Nacht, das ist doch Hammer. Ich glaube, das nehme ich hier als Thumbnail, also das sieht doch mega geil aus. Ich mache außerdem jetzt hier mal das
Inventar weg, damit man mehr sieht. Wir sind da sowieso im Kreativmodus. Und ja, ihr schreibt mir ganz einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ich genauer erklären soll. Ich zeige jetzt nur alles überblicksmäßig. Wenn ich hier alles genau erklären würde, dann sind wir locker über 2-3 Stunden. Denn die Welt ist wirklich riesig und der Detailgrad ist auch relativ groß. Ich kann jetzt mal ganz probehalber in ein Haus hier reinschauen. Wenn ich hier mal die Türen öffne, also hier ist wirklich... Ja, der Detailgrad, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel für das Haus, aber... Hier haben wir einen eigenen Ofen in jedem Haus, ein Waschbecken, ein Bett mit ein bisschen Aussicht auf den Kanal, da der durchgeht. Und hier sehen wir auch den Unterwassertunnel, der von diesem Dorf hier, wo dieser mega große Wald angrenzt, habe ich erzählt, gibt es einen Tunnel und der geht eben durchs Wasser durch. Und hier gibt es noch einen geheimen Holzfäller. Aber das zeige ich dann alles später her. Jetzt fliegen wir noch zum letzten Ort, glaube ich. Und zwar ist dieser Ort hier. Hier haben wir noch ein geheimes Zuckerrohrfeld. Das ist hier versteckt im Wald und hier ist oben noch ein Baumhaus, von dort aus wird alles gesteuert. Das ist leider nicht automatisch aberntbar, aber hier gibt es auch viele, viele Geheimgänge und ja, vielleicht gebe ich die Welt auch irgendwann mal zum Download frei, derweil noch nicht. Hier drüben kommt man außerdem, in diesem Wald ist irgendwo ein Netherportal drinnen. Das kann man auch suchen, also hier kommt man in die Hölle. Und ja, ich denke mal, die Welt ist so eigentlich ganz super. Ich mag die, also der Teilgrad und der Aufwand, der hier betrieben wurde, ist natürlich immens. Für die paar Leute, die wir waren, also zu dritt waren wir. Aber ich bin irgendwie ein bisschen stolz auf die Welt. Und ich denke, das kann man auch sein. Und ja, ich würde euch jetzt bitten, denn ich werde das Let's Show hier schon beenden. Das wird nur eine ganz kurze Folge werden, die hier zu Silvester kommt. Und ich würde euch bitten, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denn als nächstes hier sehen wollt. Ist es die Steinstadt? Also die werde ich vielleicht auf 2 Parts machen, denn ich will schon ein paar Parts draus machen. Das soll ja auch irgendwie sich jemand anschauen können. Also wenn ich das jetzt 2 Stunden lang mache, das guckt sich ja niemand an. Ich mache kleine Parts draus und erkläre immer die ganzen Sachen und wie da alles funktioniert. Denn ich habe ja auch sehr viel Redstone verwendet in dieser Welt. Also hier funktioniert alles automatisiert, würde ich mal sagen. Vor allem im Wüstendorf und vorne bei der Plantage, bei der großen. Ja, und die Welt wird natürlich größer werden. Ich werde jetzt alleine weiterbauen, denn die anderen 2 Freunde sind ausgestiegen aus dem Projekt. Und jetzt regnet es. Warte, ich mache mal ganz kurz wieder das Wetter normal, dass ihr auch was hört und nicht nur Donner. Ja, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt, was ich erklären soll. Und die Mehrheit gewinnt natürlich, also wenn alle sagen, hey du, ich will mal die Steinstadt sehen, dann erkläre ich die Steinstadt, die ganzen Gebäude dazu, hat jedes Gebäude eine eigene Funktion, die ist komplett anders eingerichtet, also ihr findet hier kein einziges Gebäude, das dem anderen gleicht. Dieser Tempel hier, der wird noch ein eigenes Let's Show bekommen, denn der ist wirklich mega groß, der ist unterirdisch riesengroß, dieser Tempel. Von oben sieht der relativ klein aus, aber der hat schon in sich. Genauso wie dieses Feld hier, also hier sind so viele Redstone-Kabel verlegt und da alles hier automatisiert passiert, kann ich das natürlich gerne für euch erklären, wie das funktioniert, wie ihr sowas nachbauen könnt. Und ja, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich weiß, ich sage das jetzt zum 10. Mal, aber das ist mir einfach besonders wichtig, denn ich will mich da ganz auf euch verlassen können, also und einstellen können auf euch. Ja, und genauso wie dieses Lagerhaus, hier gibt es noch eine unterirdische riesengroße Monsterfalle, in der wir unsere ganzen Monsterzeug, also wie Knochen und Schwarzpulver und so Zeug herbekommen. Und ja, dann hätte ich mal gesagt, ich wünsche euch ein schönes Silvester noch, feiert brav und einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr für euch alle. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder in einem anderen Let's Show. Das ist der erste Teil, mal nur der Überblick. Und ich finde, also ganz ehrlich, es sieht mega geil aus. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal wieder. Bis dann. Ciao, euer Rotax. Und danke fürs Zuschauen.